8 Anzeichen von Diabetes, die nicht ignoriert werden sollten. Wusstest du schon, dass einige Diabetiker keine ernsthaften Symptome zeigen? Erste Symptome von Diabetes erscheinen oft unbedeutend, obwohl sie es nicht sind. Hier sind 8 Warnzeichen, die niemals ignoriert werden sollten. Erstens, häufiger Harndrang. Ein gesunder Mensch uriniert im Durchschnitt 4 bis 8 Mal am Tag und nicht mehr als einmal in der Nacht. Patienten, die an Diabetes leiden, gehen vor allem nachts häufiger zur Toilette. Zweitens, starke Durstgefühle. Der häufige Harndrang führt zu einer erhöhten Dehydrierung des Körpers, wodurch ein Patient durstiger wird. Die Dehydrierung kann auch zu einem trockenen Mund und trockener Haut führen. Drittens, gesteigerter Appetit und zunehmende Müdigkeit. Wenn Ihr Körper nicht genügend Insulin produziert oder wenn Sie dagegen resistent sind, kann die Glucose die Zellen nicht erreichen. Dies führt zu vermehrtem Hunger und Müdigkeit. Viertens, unerwarteter Gewichtsverlust. Wenn die aufgenommene Nahrung nicht genügend Energie liefert, werden Fett und Muskeln verbrannt. Dies kann zu einem unfreiwilligen Gewichtsverlust führen. Fünftens, Candidiasis. Eine Pilzinfektion ernährt sich von Glucose. Daher kann ein erhöhter Blutzuckerspiegel das Risiko von Pilzinfektionen, insbesondere im Genitalbereich, übertrieben hoch ansteigen lassen. Sechstens, Probleme bei der Wundheilung. Bei Diabetikern kommt es öfter vor, dass Schnitte, Kratzer, Schürfwunden oder Blasen langsamer abheilen oder sich schneller verschlechtern. Zum Beispiel kann sich eine kleine Blase am Fuß plötzlich zu einem Geschwür entwickeln. Siebtens, unscharfes Sehen. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel kann dazu führen, dass Körperflüssigkeiten in die Augenlinse gelangen. Dies führt zu einer Schwellung der Linse, wodurch das Sehen unscharf wird. Achtens, Erektionsstörungen. Impotenz ist ein häufiges Symptom von Diabetes bei Männern. Die Störung kann aus einer Schädigung der Nerven und der Blutgefäße resultieren. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, wenn eines der genannten Symptome bei Ihnen aufgetreten ist. Folgen Sie bitte unserem Instagram und besuchen Sie uns auf Facebook.